Wie versprochen zeige ich euch den Wirkungskreis von Cockroach on the Rocks, wo der Song Vollmondbier aufgenommen worden ist. Vollmondbier, der Song, der über den Vollmond handelt, ja, und mit richtigen Rockgitarren aufgenommen worden ist, hier in diesem Studio. Wie auch Weihnachtsschlägerei und die anderen Songs, die jetzt alle noch rauskommen. Aber es geht um 7. April los mit dem Song Vollmondbier, an Vollmond released, an Vollmond mit Vollmondbier hier komponiert. Ich mache euch ganz kurz eine Rundführung, um euch mal zu zeigen, was hier alles steht. Und dann im nächsten Video zeige ich euch dann, wie wir meinen Gitarrensound aufgenommen haben. Der ist immer auf der linken Seite, wenn man den Kopfhörer hat. Und dann, wie wir Tobis Gitarre aufgenommen haben, auf der rechten Seite. Ihr seht hier schon 3 Röhren-Amps. Wir haben hier eine Menge Röhren, die richtig was wegmachen. Und da zeige ich euch einen Verstärker nach dem anderen. Und das ganz andere Equipment natürlich auch. Hier Pedals liegen rum. Wir haben Keyboards, wir haben Mischpult, wir haben hier Mikrofone. Und das geht jetzt gleich los. So, hier fangen wir an mit meiner Seite. Hier haben wir einen umgebauten, günstigen Verstärker, den ich gebraucht gekauft habe. Marke ist egal, es ist ein 3-Kanal 120 Watt Röhren-Amp und den habe ich etwas umgebaut und modifiziert, so dass es wirklich ein ganz eigener Sound ist. Und zwar habe ich die Röhren alle ausgebaut und habe die Röhrenbestückung vom Diesel dem Moll reingehauen, dann hinten noch ein bisschen was resonanzmäßig eingestellt, dass das so ein ganz eigener Sound hat. Und hier natürlich, wer mich kennt, ich spiele die Les Paul. Und da hinten haben wir noch eine Ibanez Balzer Serie, die manchmal benutzt wird. Aber für den Song Vollmondbier nur diese schöne alte Les Paul aus den 80er Jahren. Und es geht auf ein Line 6 4x12er, da sind Vintage 30 Speaker drin. Und die nehme ich hier auf mit einem Sennheiser 906 Mikrofon, da unten mit dem Audix, um hier den Sound abzufangen. Dann habe ich hier noch auf dieser Seite ein Legacy von Steve Vai signiert. Der wird nicht mehr gebaut. Ein ganz spezieller Röhrenamp, auch 3 Kanal, 100 Watt. Eine kleine Box, recht leicht, aber ich sage euch, die hat Power. Da haut der was echt um die Ohren, wenn du den aufdrehst. Der hat einen sehr smoothen Sound, während der andere Verstärker, den habe ich extra so gemacht, dass er einen richtig kratzigen Metal-Sound hat. So Richtung Peavey, Richtung Van Halen. So, und da unten haben wir nochmal einen 4x12er. Den habe ich umgebaut. Das war auch ein günstiger von Behringer. Da habe ich die ganzen Speaker rausgemacht, verkauft. Habe neue rein. Da ist ein Jensen Tornado Speaker drin. Da sind 2 Celestion G12 Heritage Speaker drin. Und dann unten rechts noch ein Warhouse C12 Keramik Speaker. Ganz ausgewogener Sound, sehr mittig. Passt ganz gut zum Legacy. Aber ich lasse auch manchmal den anderen, den Cockroach-Verstärker, nenne ich den mal, rüberlaufen. Ja, also im Moment sind die über Kreuz angelegt. Und wie ich das Setup für den Song Vollmondbier gemacht habe, das machen wir aber extra in einem Video. Dann haben wir hier natürlich die Drums, E-Drums. Ja, die Drums wurden aber nicht eingespielt bei dem Song, das erkläre ich euch noch beim Setup. Aber hier ist die Möglichkeit, wir haben hier einen E-Drum und damit wird auch mal der ein oder andere Rhythmus aufgenommen. Und hinten dran 2x400 Watt auf jeder Seite, Endstufe und noch einen dicken Subwoofer mit 700 Watt, damit man hier das Schlagzeug auch in voller Breite hört und den Gesang. Dann haben wir hier noch natürlich den Marshall JCM 800, da spielt der Tobi drüber. Altes Ding, haben wir auch neu renoviert, überall neue Röhren rein, neu eingestellt und natürlich die ganzen Potties waren auch kaputt. Und jetzt klingt er wieder richtig dufte, wie man das von Marshall kennt. Und aber natürlich Pedale, denn wer den Marshall kennt, der hat einen super Rocksound, aber wenn man Metal will, dann muss man ihn boosten. Da haben wir hier das Vintage Tube Monster mit einer Marshall Röhre, auch den habe ich modifiziert. Da ist eine schöne Marshall Röhre drin, mit der man dann entweder den Marshall Sound hier spielen kann oder eben den JCM 800 nachgeschaltet boosten kann, damit man hier einen metalmäßigen Sound hat, mehr Gain, mehr Verstärkung. Und drunter haben wir ein Celestion, was ist das, ein G12 ist das, welches Modell weiß ich nicht genau, aber sehr, sehr smooth, auch Marke Eigenbau vom Tobi. Da spielt er schon ewig drin, schöner, mittiger, warmer Klang. Und da unten haben wir noch einen Peavey 4x12er, der ist aber auch umgebaut.
Da ist hier rechts ein Eminence-Speaker drin. Ich glaube, ein, wie heißt der, irgendwas mit Explosion. Muss ich mal nachgucken, aber ein ganz schweres Teil mit einem unglaublichen Klang. Pulvert Mords Watt raus und hat aber so einen ganz, ganz starken Sound, gerade im tiefen und tiefen Mittenbereich. Während hier, das sind die Originalspeaker von Peavey, das sind ganz günstige, Valve King heißen die. Ich wollte die eigentlich alle verkaufen, aber ich muss sagen, die kratzen wunderschön. Gerade oben bei 4 kHz, 2-4 kHz haben die so ein geiles Kratzen. Und das in Kombination mit den Eminence klingt es richtig, richtig gut. Und wie wir das Setup für den Song Vollmondbier gemacht haben, das verrate ich euch später. Dann haben wir hier natürlich klar Mischpult, Elektronik. Hier ein schönes Mischpult für Cubase. Ich benutze Cubase. Keyboard für die Keyboard-Sachen und dann noch ein Mischpult, denn wir gehen mit den Mikrofonen, die wir an den Lautsprechern hinhängen, gehen wir erst nochmal in einen Behringer-Mischpult, mixen das ab und dann erst in das Audio-Interface und dann in den Computer. So sieht es hier aus und hier ist unser Wirkungskreis, wo Vollmondbier entstanden ist. Im nächsten Video erkläre ich euch dann, wie ich den meinen Sound, also der auf der linken Seite, den Gitarrensound gebastelt habe, wie ich den gesucht habe. Das war wirklich eine Odyssee, kann ich euch sagen. Ganz lange gebraucht, alles Mögliche ausprobiert. Das zeige ich euch im nächsten Video, wie ich den Sound hergestellt habe. Und im übernächsten Video schauen wir uns an, wie wir den JCM800 eingestellt haben, wie wir da rumgebastelt haben, um den Sound der Gitarre auf der rechten Seite, was der Tobi dann spielt, zu haben. Vollmondbier. Am 7. April bei Vollmond kommt der Song raus und ich erkläre euch Schritt für Schritt, wie wir den gemacht haben. Bis dann!